Ja, es gibt eine neue Notwehrlösung für das ganze Problem. Patientenverfügung. Alle diejenigen, die in den letzten Monaten und Jahren protestiert haben gegen diesen Gesundheitsskandal, sollten jetzt alle sich zu einem Minimalkonsens zusammentun, nämlich, dass wir alle Patientenverfügung bekommen, die wir unterschreiben können, dass wir im Falle einer Corona-Erkrankung es untersagen, uns im Krankenhaus behandeln zu dürfen. Ja, das heißt also, dass wir eine Krankenhausbehandlung untersagen. Dann fällt nämlich das ganze Geldspiel in sich zusammen. Dann passiert nämlich Folgendes, dass die Krankenhäuser sagen, ja hoppla, jetzt entgeht uns ja das Geschäftsmodell mit Corona und die Geldeinnahmen mit Corona entgehen uns, wo wir doch so leicht alles Mögliche verkaufen können. Unter dem Stichwort Corona können wir doch alles verkaufen. Jetzt gibt's diese Patientenverfügung und wir dürfen die Leute gar nicht ins Krankenhaus einweisen und auch nicht im Krankenhaus behandeln. Und ja, und damit gibt's auch keinen Grund mehr für den Impfzwang, also für diesen Verstoß gegen die Menschenrechte und das Grundgesetz, nämlich ja, jeder, der geimpft werden will, wurde ja geimpft und ja, und dann die Gesellschaft muss halt die, die so krank sind, dass sie nicht geimpft werden können oder so schwach sind, dass sie nicht geimpft werden können, muss sie die halt besonders in einem besonderen Schutz nehmen. Aber es geht ja nicht, dass man 80 Millionen Menschen in Mitleidenschaft zieht, um 100.000 Schwache zu schützen und deswegen das ganze Leben der 80 Millionen zerstört, nur um 100.000, die nicht geimpft werden können, zu schützen. Natürlich wird von der Gegenseite, da wird die ganze Medizinethik aufgefahren, die in Wirklichkeit ja eine reine Finanzethik ist, nämlich hier, wo, wie kommt der Berufsstand an die größten Geldscheinchen heran, sozusagen. Da wird dann gesagt, ach nein, und wir müssen ja, wir dürfen ja den Menschen dann nicht wegen so einer Patientenverfügung die Krankenhausbehandlung verweigern, weil uns ja sonst das Geld entgeht. Und wir können, ja, und dann, wir können doch auch nicht die 100.000, ja, die müssen wir doch um jeden Preis stärken, ja. Also jede natürliche Weltordnung besteht daraus, dass Menschen, die geboren werden und nicht so schwach sind und die nicht in der Lage sind, sich gegen das übliche Krankheitsgeschehen in einer Kultur zu behaupten, da sagt natürlich die Medizinethik, die müssen wir schon am besten im Mutterleib operieren und irgendwie künstlich am Leben erhalten, damit wir dann all die Milliarden verdienen, um deren Leiden eben so lange wie möglich zu verlängern, damit die bloß nicht sterben, sondern uns möglichst noch Milliarden Gelder bringen. Und so lange müssen sie am Leiden gehalten werden, denn von Leben kann man ja bei diesen Schwachen nicht sprechen, sondern sie werden am Leiden gehalten, weil sie das Geld bringen. Ja, das ist das, was hinter den blumigen Worten der Medizinethik in Wirklichkeit steckt, nämlich das sind vorteilbringende Irrtümer. Das heißt, die Medizinethiker glauben ihre Märchen selber, glauben ihre vorteilbringenden Irrtümer selber, aber die Dynamik hinter oder der tiefere Grund in der Evolution, warum sich solche unrealistischen medizinethischen Vorstellungen entwickelt haben, ist eben gerade, dass man mit solch einer Medizinethik maximales Geld verdienen kann. Hier unten rechts, irgendwo ist das rundliche Ding, draufklicken, schneller hören, macht Freude, Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen. Ne? Ja, und das bedeutet jetzt letztendlich,
Das wäre die große Notwehraktion und das wäre der Minimalkonsens. Alle die verschiedenen Leute, die in den letzten Jahren sich aufgeregt haben über diesen Gesundheitsskandal, über den Schweinegrippe, den Vogelgrippe und den jetzigen Gesundheitsskandal und diese Diktatur der Pharma- und Impfsparten und Testsparten und Maskensparten, die die ganze Gesellschaft erfasst hat und die also ausgestrahlt ist auf die ganze Gesellschaft und so weiter und gezeigt hat, wie sehr die Menschen auch heute noch ganz normale Massenherdensparten Mitläufer sind. Und wenn eine Sparte nur laut genug ruft, wie die Gesundheitssparten hier, wir wollen jetzt mal wieder einen kräftigen Schluck aus der Pulle verdienen und deswegen hier ist große Gefahr und ja, ihr glaubt uns doch, ihr fallt doch auch wieder jetzt auch wieder auf uns rein, hoffen wir doch und dann folgen alle ganz bereitwillig und übernehmen alles und glauben alles und lassen sich abkassieren und lassen sich, ja, wie gesagt, das war ja schon das erklärte Ziel, ständige Impfungen an 8 Milliarden Menschen immer wieder zu verkaufen, das Dauergeschäft der Pharmaindustrie der Zukunft, ne, ja. Ja, und diese Patientenverfügung, also letztendlich bedeutet kein und oder der Staat könnte man auch dann, wenn alle sich da einig sind zu dieser gemeinsamen Aktion, dann könnte auch man den Staat, die Öffentlichkeit immer mehr auffordern. Einfach, der Staat untersagt es, Geld zu zahlen, untersagt es, den Krankenkassen Geld zu zahlen für Corona-Behandlungen in Krankenhäusern. Und dann ist doch das Problem gelöst, ja? Dann kann jeder, der sich impfen wollte, der hatte sich ja geimpft und da die Impfung doch so toll ist, gibt's dann auch keine schweren Verläufe und dann gibt's in den Krankenhäusern auch nichts zu tun und alle Ungeimpften sind doch gerne bereit, diese Patientenverfügung auch auszuschreiben, dass sie es verbieten, dass sie wegen Corona im Krankenhaus behandelt werden dürfen, ja, dass sie das verbieten und untersagen und damit wäre eigentlich, damit hätte man sowohl den riesigen Profitzug der Impfindustrie als auch der Gesundheitsindustrie allgemein und der Medizinindustrie so einigermaßen gestoppt. Ja? Also, das wäre die einzige Chance, die ich irgendwie sehe. Bin gespannt, ob das aufgegriffen wird oder ob man einfach letztendlich alles laufen lässt und gehorsam bis zum Endtod der Bevölkerung die Diktatur der Sparten weiterlaufen lassen will. Ja, tschüssi, bis bald.